Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir waren stehen geblieben mit Wayman hier in den Mongo-Hügeln. Und wir haben jetzt die letzten Käfige noch geholt und sind jetzt dabei, den Level zu beenden. Und ja, dann fangen wir die nächsten Level an. Dazu müssen wir jetzt erstmal den Ausgang von den Leveln hier erreichen. Wow, das war knapp. Uiuiui. So, aber geschafft. Wir haben immer noch 20 Leben. Schon sehr beachtlich. So, und weiter geht's. Jetzt hier in dem Level wieder mit diesen zwei, ja, waren ja zwei, da hinten irgendwo ist noch einer. Diesen Rock, Stars, whatever. Hui, das war knapp. So, jetzt hier rüber. Mit unserer neuen Helikopterkraft ist alles viel einfacher. Uiuiui, oh. So. Ja, das macht schon vieles einfacher. Zack. Und los geht's hier durch. Hui, das war knapp. Und jetzt hier und da durch. Hier hoch. So. Und dann hätten wir den Level auch geschafft. Ja. Schon geil. Und ja, würde ich sagen, speichern wir erstmal. So. Jo, speichern. Und dann geht's weiter im nächsten Level. Der Level heißt. Das ist jetzt Mr. Sachs und sein Spektakel. Ich denke mal, Mr. Sachs ist dieses fette Saxophon, was wir schon in Allegro Presto gesehen haben. Hier ist jetzt bestimmt der Bosskampf. Machen wir mal weiter. So, hier geht's schon steil bergunter. Ui. Und Leben. Hammergeil. So. Okay. Oh, hier müssen wir hoch. Und da ist ein Kasten. Ein Käfig. Leider kommen wir da noch nicht hin. Und ich sehe schon, da ist auch ein Käfig. So, nehmen wir mal mit. Ja, brechen wir viel mehr auf. So. Dann hier rüber. Und ah, hier sind diese Rasseln, die runtergehen. Ja, hier ist irgendwie alles vereint in dem Level. Blitze, diese Samba-Dinger. Wow. Oh, ein Käfig. So, den nehmen wir natürlich auch mit. Und ja, Wolken. Jetzt bloß nicht hier runter. Ja. So, Checkpoint. Und weiter geht's. Hier runter. Hui. Dum, 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 dum. Hier rüber. Hier hoch. Ah, jetzt müssen wir nur hier irgendwie drauf kommen. Schauen wir schon. Jo, so. Und der Käfig. Der ist kaputt. Und jetzt gehen wir hier runter. Immer wenn es irgendwo so glitzert, dann heißt darauf, dass hier ein Geheimnis sozusagen ist. Da oben war jetzt so ein P, aber den brauchen wir eigentlich nicht. So, hier sind solche Wolken. Hier ist wahrscheinlich noch ein Käfig. Boah. So. Jo, noch ein Käfig. Und dann hier runter hier. Und nein. Nicht klein. Groß. Ja, groß. Groß. Ja. Dieses Mikrofon
Groß. Groß. Dieses S macht mein Mikrofon einfach nicht mit. Das hört sich dann total wie so ein Freak an, also sorry. Ich muss mir wohl mal ein anderes Mikrofon holen, das das besser mitmacht. So. Die Bongos sind ja... Oh ja, und die Typen natürlich nicht zu vergessen. Mal sehen, ob wir... Ey, schaffen wir also nicht ganz einzelnen so Typen zu überspringen. Na doch. So. Die Wolken aus diesem Bongo, ne, himmlischer Gong sind hier auch. Und die Fliegen. Und Käfig. Fehlt noch einer. Scheint nur ein Level zu sein. So. Über die Noten. Und rutschig. Und wow. Ein P-Punkt. Obwohl, die haben ja eigentlich voll. Aber den nehmen wir trotzdem mit. So, jetzt ist hier so ein... Wow. Wow. Solche Becken. So. Die quetschen uns zusammen. Da müssen wir immer in der Mitte bleiben. Wow. Dann müssen wir noch hier raus. Und jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Hier hoch. Und zack. Den Käfig haben wir. Hier geht's aber noch weiter hoch. Oh, hier. Oh. Hier müssen wir jetzt hochschwingen. Dann müssen wir jetzt irgendwie mit Schwung und Schmackes. Ne, so noch nicht. Puh. Nein, noch so auch noch nicht. Noch einmal rum. Okay, so hat es auch nicht geklappt. Oh, ja. So, klappt's. Und so geht's. Und ein Leben. Warum nicht? Und hier so ein Kopf. Mit Bart auch. Und Haaren. Hammer geil. Geil gemacht. Da muss man Ubisoft wirklich mal. Das sieht schon geil so schlecht aus. So. Oh, Moment. Unterbrechen kurz. So, sorry für die Unterbrechung. Weiter geht's. Ja. Ja. Ding. Jetzt geht's weiter. Oha. Jetzt kommt hier. Bam, bam. Yo, Mr. Sachs. Okay. Oh, der folgt uns. So. So, noch eine completed. Dann hier rüber. Oh, ein P. Oh, Alter, der kommt uns ziemlich nah. Ja, sorry auch für die Unterbrechung, aber ich habe hier gerade nicht wirklich Privatsphäre, also Anrufe und ja. Na, noch eine Note. Ja, noch ein Verplättel gekriegt. Eine Faust. Und ja, jetzt geht's weiter auf diesen Wolken. Der Typ folgt uns wieder. Er springt uns hinterher. Und hier geht's runter. Und da ist ein Leben. Hammergeil. So. Sind wir hier unten? Ah, sind wir in seiner Arena hier. Mit seinem Notenklavier. Da oben. Okay, wird das noch was? Oh, eine Bombe. Oh, jetzt spielen wir den ganz viele kleine. Zwei. Jetzt kommen wir vielleicht drei, ne? Note. So.
Noten können wir ihm verpletten. Haben wir ja schon im Allegro Presto gesehen. Oh, eine fette Bombe. Zwei fette Bomben. Wow, erwischt. Note. Zack. Viermal noch. Wow. Oh, so ein Bodenklatscher. Wow, der hat uns beinahe erwischt. So. Jetzt kommt... Oh, hier ist ein Bodenklatscher. Oh, wie knapp. Beinahe hat er uns voll zerplatscht. So. Note. Wow. Nur eine Note. Nee. Drei von diesen Bomben. Okay, Seitenwechsel. Er macht nur einen Bodenklatscher. Und noch ein Bodenklatscher. Okay. Sprung. Dreimal noch. Kommt eine Note. Zack. Was kommt jetzt? Drei Bomben. Okay, wieder erwischt. Mist. Zweimal noch. Oh. Boden. Nochmal Boden. Diese fetten, alter Pfeifen, ne? Note. So, einmal noch. Drei Bomben. Seitenwechsel. Jetzt kommen hier die Bodendinger, ne? Hui. Hui. Nichts Besonderes. So, jetzt kommt es da mit seiner letzten Note, komm. Yo. Der ist tot. Da. Ja, den zweiten Boss haben wir jetzt auch besiegt. Zweite Welt geschafft. Ne? Also, die hätten wir auch geschafft. Da speichern wir gleich mal. Jo. Oder ne, wir speichern jetzt mal nicht. Und gehen weiter ins Land der blauen Berge. Schlucht der Dämmerung. Geile Musik und geiles Bild. Da haben wir wahrscheinlich schon den Boss, denke ich mal, gesehen. Wenn er das denn war. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ich meine, der war das aber. Ja. Doch, der war das, meine ich. Ja. Wir sind jetzt über diese pinken Dinger wieder. Ich glaube, ja genau, hier konnte man hinterspringen und hier war jetzt dann noch so ein, ja genau, so ein geheimer Bereich. Hier war nix. Okay, hier kommen jetzt diese Stacheln und diese Dinger hier, die explodieren und kommen Lava-Bälle da raus. Die Viecher muss man K.O. hauen, voll ins Gesicht. So, hier hoch. Oh, Käfig. Okay. Sieht, der Typ errichtet sich mir auf und holt seinen nächsten Lava-Ball. Noch ein Käfig. Zack. So. Irgendwo ging es jetzt hier weiter. Genau. Zack. Und zack. Und die K.O. So. Ui. Ui. Der hat Zultan. So, K.O. Hier ging's runter. Hier sind Tinks. Käfig. So. Ja. Komm her, du. Weg. Dann haben wir hier so einen Auffüller wieder. Und fünf Tinks. Dann kriegen wir wieder ein neues Leben. So, da oben kommen wir leider noch nicht dran. Oh, falsches Loch. Hier müssen wir rein. Und genau. Hier ist nämlich noch ein Käfig. Genau, hier. Da sind wir schon fünf. Fehlt noch einer. Und da kommen wir aber glaube ich noch nicht hin. Deswegen holen wir den später nochmal. Da kommen wir noch nicht hin. So, der ist mal weg hier. K.O. mit dem. Alter. So.
nichts zu sagen, ja. So, und da haben wir den Level auch schon geschafft. Yeah, zack. Zing. So. Und weiter geht's. In dem nächsten Level hier. Oh, hier kommt Viecher hochgesprungen. Weg. Tschüss. Oh, der hat uns beinahe hier runtergestoßen. Überall, ja, Gräben und Löcher. Weg. Über diese springenden Mini-Hunde oder whatever. Okay, eine Kugel. Die kann man kaputt machen. Und hier kommt irgendwie... Oha! Da ist der... Das ist der Boss. Aber gleich erst... Achso, das ist so die Boss-Einflugsphase wieder, ne? Über Mr. Sachs und Mosquito auch. Ein Mosquito, dieser kleine Kampf. Okay, jetzt oben schnell dran. Und ja, die roten, die gehen unter, wie man sieht. Diese roten Ringe, diese kranken. Okay. Der ist weg. Hier unten ist noch ein P versteckt. Das weiß ich noch. Und hüpfen wir mal wieder hoch. Der ist jetzt weg. Ist die Dinger hier kaputt. Da sind Fäuste. Ja. Oh, jetzt haben wir eine hammergute Faust. So, hier runter. Und da ist er auch schon wieder. Okay. Jetzt schnell die Dinger hier kaputt machen. Oh, da war ein Leben. Hammer, geil. Wow. Lavaball. Okay. Jetzt müssen wir die Lavabälle erstmal alle kaputt machen. So. So, jetzt müssen wir warten, dass Mr. Stone weg ist. Der heißt, glaube ich, so. Mr. Stone. Ich weiß es nicht. Doch. Der Typ hieß Mr. Stone. So. Die Ringe hier sind mir so Stachel, Dinger. So. Hammer. Fliegende Hammer. Hier muss irgendwo wie so ein Tröterich sein. Da ist auch schon. Oh, das war knapp. Herr Tröterich. So, Level geschafft. Jo, den Level müssten wir jetzt, glaube ich, geschafft haben. Jo, und ich mache jetzt, glaube ich, schon mal einen früheren Cut. Ja, Entschuldigung, dass der Part kürzer ist. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, wer noch nicht hat. Und kommentieren, auch gern gesehen.